Steve Watson ist ein Freund und Kollege von mir aus London und ich freue mich besonders, ihn vorzustellen, weil ich weiß, dass er natürlich auch durchaus mit Yap mithalten kann. Steve initiierte Stack. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Das ist ein Abo-Service. Man kriegt jeden Monat andere Independent-Magazine. Ist eine großartige Idee und Steve wird darüber sprechen und über die Indie-Szene im Großen und Ganzen. Herzlich willkommen, Steve Watson. Hello, good afternoon. Thank you very much. Guten Tag und hallo. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin, Jeremy Horst. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich für die Einladung. Und ich muss gleich mal vorweg sagen, ich bin nicht so cool wie Yap, aber als ich gefragt wurde, ob ich hier einen Vortrag halten würde, habe ich sofort Ja gesagt. Und ich muss auch sagen, dass ich keine Penisse zeige in meiner Präsentation. Nicht, dass jemand auf halber Strecke total enttäuscht ist. Es ist einfach so. Also vielleicht kann Yap ja noch ein paar mehr Penisse zeigen. Ich habe keinen. Ich bin Steven Watson und ich bin bei Stack. Und ich würde gerne mal fragen, wer kennt Stack? Jo, viele. Das ist wunderbar. Viele gilt es hier aufzuklären. Stack ist ein Service und schickt jeden Monat ein anderes Indie-Magazin an die Abonnenten. Man weiß nicht, was man bekommt. Man weiß aber, dass es schön und intelligent ist, dass es ein unabhängiges Magazin ist. Etwas, was man sehr gut findet. Und das ist natürlich eine völlig verrückte Zeit, sowas zu machen. Wir haben mit Stack vor 7 Jahren begonnen. Und Stack ist im Grunde gewachsen in einer Zeit, in der es wirklich unglaublich viele neue, fantastische Indie-Mags gibt. Jeden Tag praktisch kriege ich neue Zeitschriften gezeigt und das ist wirklich faszinierend. Natürlich ist es so, dass man, wenn man viel bekommt, auch viel Schrott bekommt. Das muss man rausfiltern, klar. Aber es gibt eben diese fantastischen, unabhängigen Magazine. Ich denke, iMagazine zum Beispiel kennen hier viele. Das ist ein Design-Magazin. Dann Dumber Feather, das kommt aus Australien. Das haben wir letztes Jahr verschickt. Rap. Da geht es um Illustration, kommt aus Oxford. Dann haben wir ein Movie-Magazin, ein Filmmagazin. Little White Lies heißt das. Es ist wirklich eine große Bandbreite von wunderbaren Zeitschriften. Und die Leute sind begeistert davon, dass sie eine Seite umblättern und nicht wissen, was sie auf der nächsten Seite erwartet. Und Stack ist eben das, was es möglich macht, diese Zeitschriften kennenzulernen. Ich möchte heute sagen, dass das neue Medien sind. Was nicht bedeutet, dass diese Zeitschriften alle als CD-ROMs erscheinen, aber sie sind neue Medien. Und mein anderes Argument ist, dass diese Zeitschriften grundlegend anders sind als das, was es zuvor gab in ihrer Finanzierung, in ihrer Machart, in ihrer Größenordnung und auch die Gründe, die man hat, eine solche Zeitschrift zu machen, sind völlig neu. Man hat natürlich immer das Risiko, dass das, was man macht, sehr ähnlich ist wie das, was es bereits gibt. Aber das ist hier nicht der Fall. Und ich möchte ein paar Beispiele hier geben, ein paar Zeitschriften vorstellen, die belegen, warum ich hier argumentiere, wie ich argumentiere. Den Leser, die Leserin von Zeitschriften im 21. Jahrhundert zu erreichen, das ist die schwierige Frage. Als ich bei Stack begann, war das ja so gewesen, dass ich für Zeitungen geschrieben habe und für Zeitschriften und dachte, die Leute würden es eigentlich fantastisch finden, wenn sie wüssten, was es da so gibt an Zeitschriften, zum Beispiel White Lies.
Leute, die sich für Film interessieren, können einfach nur begeistert sein von einer solchen Zeitschrift. Das heißt, es gibt durchaus eine Öffentlichkeit, ein Publikum für solche Magazine. Und das war eine meiner Hauptmotivationen für Stack. Aber zunächst einmal ein Blick auf den Kontext. Als ich heute hier den technischen Check gemacht habe und dieses Bild nochmal sah, dachte ich, so sah mein Wohnzimmer mal aus. Also das war Stack früher in der guten alten Zeit. Das ist ja ein Projekt, das ich gestartet habe als jemand, der selbst geschrieben hatte. Ich bekam über die Verlage, für die ich arbeitete, immer jede Menge Zeitschriften geschickt. Und dann habe ich über die Zeitschriften geschrieben, den Leuten erklärt, warum ich genau das genommen habe. Ich habe dann am Anfang, als ich Stack machte, diese Zeitschriften genommen, habe sie dann auch separat verpackt und mit Etiketten versehen und zur Post gebracht. Und die Post fand das furchtbar, weil sie sagten, Druckerzeugnisse verschickt man nicht so und so funktioniert das nicht. Also heute ist es eigentlich eher so, dass der Postbote kommt und die Sachen abholt. Wobei es über einer bestimmten Größenordnung ein Mailinghaus sein sollte. Meine Wohnung war irgendwann randvoll mit Zeitschriften. Und es ist tatsächlich so, dass Leute sagen, oh, so eine frisch gedruckte Zeitschrift riecht doch klasse. Hm, ich mag diesen Duft. Ja, richtig. Aber wenn man das ganze Haus davon voll hat, dann ist das nicht mehr so lecker. Also so war es am Anfang, heute ist es viel professioneller, aber es ist nach wie vor so, dass es angefangen hat mit einem Tag in der Woche, zwei, drei Tagen in der Woche, bis es dann tatsächlich zu einem ganzen professionellen Geschäft wurde. Und wir mussten daher auch unser Büro woanders einrichten, wir mussten umziehen. Und wir mussten auch unsere Website umgestalten. Man hat auf einer Website ja nicht wirklich viel Zeit zu erklären, was man macht, um Leute davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist. Und wenn man auf der Website von Stack ist, dann sieht man diese 1, 2, 3, 4, 5 Felder. Und man klickt eins an und dann bekommt man ein bisschen Information und dann scrollt man runter und bekommt noch ein bisschen mehr und so weiter und so fort. Natürlich ist es so, dass die Titel dementsprechend, was wir vertreiben, wenn man eine Zeitschrift jeden Monat abonniert, dann ist natürlich die Einladung zum mehr Lesen, Read More, eine offensichtliche, Improve Your Mail, mehr und bessere Post. Auch das ist natürlich logisch. Save Money, Geld sparen. Nun, ich habe mit einem Vorlauf von 6 Monaten gearbeitet, eigentlich immer schon, habe also darüber die Möglichkeit, mit den Verlagen zu sprechen und zu sagen, im August werde ich ungefähr 3.500 Exemplare der Zeitschrift brauchen. Möglicherweise drucken manche Verlage nicht mal 3.000-4.000 Exemplare. Deswegen muss man ihnen das vorab sagen. Und es ist über Stack aber möglich, diese zusätzlich gedruckten Exemplare garantiert zu verkaufen. Und das hilft letztendlich auch Geld sparen. Ich kann also die Zeitschriften tatsächlich bekommen und weiterleiten an die Stack-Abonnenten. In Großbritannien zahlt man ungefähr 10 Pfund für so ein Exemplar. Via Stack sind es dann 5,50 Euro. Auf dem Kontinent ist es ähnlich, also da ist es ein bisschen teurer, aber der Deal ist im Großen und Ganzen immer noch ein ganz guter. Stay Inspired ist dann die vierte Möglichkeit, die auf der Website sozusagen angeboten wird. Inspiriert bleiben, das ist ein wichtiger Punkt. Und das Allerwichtigste ist dabei aber, wir schlagen den Amazon-Algorithmus. Und das ist wirklich eine wichtige Sache. Ich habe
vor einem Jahr oder zwei meiner kleinen Schwester ein Buch über Vampire gekauft und kriege nach wie vor immer noch Informationen über das, was in der Vampirfamilie, um die es ging, geschieht. Und das kann einfach nicht sein. Das will ich einfach nicht. Und es gibt diese Illusion, dass wir im Web-Zeitalter leben und in digitalen Zeiten und unser Horizont deswegen unglaublich breit ist. Das stimmt aber nicht. Wir engen ihn immer weiter ein. Wir sehen immer weniger. Und das ist das, was Stack genau angeht. Die Leute sagen mir, kann ich eine bestimmte Sorte Stack-Magazine abonnieren, zum Beispiel Dinner und Sport? Nein, weil Stack egal ist, was Ihnen wichtig ist. Wir schicken Ihnen das Wichtigste und Schönste. Das Beste einfach. Es geht um das Beste. Natürlich ist es so, dass Sie sich vielleicht nicht vordergründig für Radsport interessieren und dann bekommen Sie eine Zeitschrift über Radsport. Aber vielleicht finden Sie auch darin etwas. Es sind einfach die besten Zeitschriften, die Sie bekommen können. Gleichzeitig habe ich eigentlich mein ganzes Leben mit solchen Sachen verbracht, habe also eigentlich immer versucht, Leute von irgendwas davon zu überzeugen. Ich habe die Leute also auch davon überzeugt, dass sie Stack abonnieren. Die bekommen dann auch diesen netten Brief, in dem steht, sie haben abonniert, ihre Abonnummer ist und so weiter und so fort. Nein, das ist normalerweise so. Aber bei uns ist es so, wenn man abonniert, dann bekommt man etwas wirklich Schönes. Man hat ein schönes Briefpapier, auf dem etwas steht. Das Ganze steckt in einem schönen Umschlag. Man bekommt ein paar Sticker. Also Apple schickt ja auch immer Sticker an die Kunden. Das ist also offenbar der richtige Weg. Es geht also nicht nur um Magazine. Es ist wie die Mitgliedschaft in einem Club. Sie werden Mitglied in einem Club. Sie spüren den Unterschied zu anderen Angeboten. Und ich fand eigentlich ganz interessant, dass Yap ähnliche Bilder hatte wie das, was ich hier zeige. Die Leute kriegen einmal im Monat die Zeitschrift und über Instagram und Twitter kommunizieren manche, dass sie begeistert sind. Und das habe ich dann ermutigt. Und so ist es so, dass ich jetzt jeden Monat meine Lieblingsbilder wähle, 5 Lieblingsbilder des Monats, und die veröffentliche ich. Und die Gewinner bekommen dann T-Shirts. Also der zum Beispiel, der hier gewonnen hat. Sidetrack war die Zeitschrift, die ich letzten Monat rausgeschickt habe. Da geht es um Abenteuer und Outdoor. Und sie hat Black Pudding und Wurstbrötchen genommen und hat sich mit der Zeitschrift in die Pampa begeben und hat das dann fotografiert. Irre. Oder der Typ hier, der sagt, Gott sei Dank gibt es Stack, ich habe endlich meinen Kater überwunden. Und der andere oben sagt, ich trinke jetzt einen Smoothie. Und ich bin gerade 10 Kilometer gerannt und ich bin wirklich sidetracked. Und das passt, das finde ich spannend. Das macht mir unglaublichen Spaß, diese Fotos rauszusuchen und dann zu publizieren. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine schöne Werbung für Stack und für das Excitement, was Stack bietet. Bringt auch rüber, wie die Leute sich fühlen. Daraus resultiert dann das hier, diese Kurve. Sie ist interessant, weil es erstens selten ist, dass man eine solche Grafik zeigt, die erarbeitet wurde aus einer Excel-Datei. Das macht man normalerweise nicht bei einer Designkonferenz, dass man hier so eine schlechte Darstellung präsentiert, aber gut, ich habe es versucht, über andere Programme zu verbessern, hat auch nicht geklappt. Also das ist der eine Grund, warum das besonders ist. Zum Zweiten geht es hier um unabhängige Magazine und das sind die Abonnentenzahlen von Stack. Ich weiß gar nicht, wie es in den ersten 2 Monaten war. Ich finde also die Daten nicht mehr auf meiner Festplatte, aber wir beginnen eben mit dem Herbst 2009 und das setzt sich dann fort bis heute. Und Sie sehen, dass es eigentlich immer weiter nach oben geht mit kleinen Einbrüchen. Wir haben auch sehr gut dargestellt. Stack einmal die Woche, zweimal die Woche, dreimal die Woche.
Wobei natürlich die Arbeit in einer Kreativagentur nicht eine Zweitageswochenarbeit ist. Wir haben natürlich auch immer wieder Stagnation und dann geht es wieder aufwärts. Nun, diese Kurve zeigt mir also auf jeden Fall, dass es die Sache wert ist, dass es wirklich in Ordnung ist, weiterzumachen, genau das zu machen, was ich mache. Und auf der anderen Seite reflektiert diese Kurve auch sehr schön, dass es wirklich ein zunehmendes Interesse an unabhängigen Magazinen gibt. Ich meine, alle Welt beklagt den Untergang von Print und das hält viele Leute auch davon ab, etwas anderes zu machen. Und mir geht es eigentlich bei den neuen Medien genau darum, dass man sehr wohl etwas machen kann. Das ist Do You Read Me, ein Laden in Berlin. Ich weiß nicht, wie er wirklich aussieht. Ich war dort nie. Ich kenne ihn nur aus den Bildern und es sieht toll aus. Und ich nutze dieses Bild, um etwas zu illustrieren, was Jeremy in seinem Buch über Magazine letztes Jahr gemacht hat. Und ich glaube, das haben hier alle gelesen. Wenn nicht, wärt ihr wahrscheinlich nicht hier. Also Jeremy sagt einführend in diesem Buch, wir leben im zweiten goldenen Zeitalter der Publikation. Das erste goldene Zeitalter war das Zeitalter der Mad Men. Das waren die 50er, 60er Jahre. Eine ganz enorme Masse von Klassikern in der Welt der Magazine ist in dieser Zeit entstanden. Und das zweite goldene Zeitalter der Magazine ist dann zu verorten in dem Moment, in dem neue Medien entstanden. Condé Nast und andere publizieren Magazine traditionell und schon immer, aber heute kann man sehr wohl auch zu Kickstarter gehen, wenn man eine Zeitschriftenidee hat. Vor 5, 6 Jahren wäre das nicht möglich gewesen. Heute gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten zu publizieren und das hilft. Das hilft und fördert diese enorme Kreativität, diesen kreativen Boom, dieses Erblühen, wenn man so möchte. Das, was man hier in dem Laden in Berlin dargestellt sieht, exemplifiziert das ganz wunderbar. Die schlechte Nachricht ist aber genau dieselbe. Denn natürlich ist jede einzelne Zeitschrift in Konkurrenz zu einer anderen Zeitschrift zu sehen. Jedes Magazin konkurriert mit einem anderen und es ist zunehmend schwerer, die eigenen Leser und Leserinnen zu finden. Und im Übrigen konkurriert man als Magazin auch mit YouTube-Kanälen und vielem anderen. Es gibt so viel Kontakte in der Welt heute, dass es nicht einfach ist, sich durchzusetzen. Und dann müssen natürlich diese Zeitschriften auch physisch dahin kommen, wo sie jetzt sind. Also beispielsweise in die Regale des Ladens, den man auf dem Bild sieht. Wenn man hunderte von Meilen entfernt ist, dann ist das nicht einfach. Natürlich arbeitet man aber vernetzt. Also man hat irgendwo in den USA einen Autor und einen Designer hier in Europa und man packt die Informationen in die Dropbox und man kann auch durchaus die Drucktechnologie, die sich ja ebenso deutlich verbessert hat in den letzten Jahren, zum eigenen Vorteil nutzen. Man braucht keine großen Druckereien mehr. Man kann in kleineren Räumen drucken und irgendwann hat man am Ende dann eine Box mit Zeitschriften, die man dann an den Mann und an die Frau bringen kann. Natürlich ist es im Bereich der elektronischen Medien anders und macht es vielleicht auch leichter. YouTube existiert und Fernsehen existiert daneben auch. Bei den Zeitschriften ist eben diese physische Dimension zu sehen. In der Regel ist es so, dass Zeitschriften eher so verkauft werden, wie man das hier auf dem Bild sieht, als so, wie das eben dargestellt war. Ich rede hier natürlich auf dem Hintergrund meiner Erfahrung in Großbritannien. Ich weiß, dass es hier in Europa, auf dem Festland, in Deutschland etwas anders ist. Aber oft sieht es so aus, wie hier auf dem Bild, wo Zeitschriften verkauft werden. Und es tut mir wirklich leid für die da unten.
Ich glaube, das ist sowas wie Easy Living und anderes. Ich meine, auch da sitzen ja irgendwo ein paar Leute, die sagen, hey, wir können es machen, wir können das wirklich reißen, lasst uns diese Zeitschrift machen. Und dann hat man dieses wunderbare Cover und dann hängt da jemand irgendwie Lotterielose davor und man sieht nichts mehr. Oder es ist einfach versteckt hinter den anderen Regalen für unabhängige Magazine. Funktioniert das überhaupt nicht. Sie brauchen den Raum und sie brauchen den Respekt. Wenn sie den nicht bekommen, funktioniert es tatsächlich nicht. Und auch das habe ich im Kopf, wenn ich dann an unabhängige Magazine denke. Ist das nicht ganz wunderbar, was man hier sieht? Irgendwelche Freaks, irgendwelche schrägen Typen, die dort in die Welt hinausrufen. Kleine, große, manche deuten an, was sie eigentlich tun wollen, andere sind einfach nur da. Ist das nicht einfach ein wunderbarer, schöner Mix? Disney bekommt Applaus hier, ja. Also das ist das, was ich im Kopf habe, wenn ich an die Zeitschriften denke, an unabhängige Zeitschriften denke, eine unglaubliche Vielfalt von Farben, von Formen, von Maßen und darum muss es gehen. Ein paar Beispiele. Das ist Kadif auf Spanisch und Englisch publiziert und wir haben das letzten Monat mit Stack verschickt. Und viele Leute haben mir gesagt, oh, das war das Beste, was ich im letzten Jahr gelesen habe. Es geht um glücklich sein. Das klingt natürlich ein bisschen kitschig, wenn man das so sagt, aber es geht um Glück und zwar komplett. Hier haben wir eine Geschichte über eine Frau in Island, die an Feen glaubt. Und auf diesem Bild sieht man, wie sie eine Fee umarmt. Oder hier eine Doppelseite. Über dieses Kribbeln, was man spürt, wenn man total, total, total glücklich ist. Das ist kommerziell undenkbar, dass man so etwas macht. Das funktioniert nicht. Das kann man nicht dem Vorstand eines großen Verlages vorlegen und sagen, hey, wir machen mal eine Zeitschrift nur übers Glücklichsein. Hier haben wir diesen Glitzer auf der Titelseite und das Ganze ist auch offen gebunden, also wunderschön gestaltet. Das lässt sich sicherlich ganz schwer verkaufen. Aber hier ist es eben tatsächlich gemacht worden. Und hier haben wir quasi das Gegenteil, wenn man so will, eine Publikation aus den Niederlanden, Unexpected Creativity, Peter. Der Verleger sieht es eigentlich als eine Art Anti-Design-Magazin. Es ist ein Design-Magazin, bietet aber Texte über Lösungen, die die Leute finden, um ihren Alltag leichter zu machen. Da gibt es zum Beispiel eine tolle Geschichte in der aktuellen Ausgabe von Works That Work. Das ist der Titel der Zeitschrift über die Belagerung von Sarajevo. Die Stadt war ja 5 Jahre lang belagert. Und in dem Artikel geht es um das, was die Leute gemacht haben, was die Leute gerettet haben in diesem Krieg oder was sie eben gemacht haben. Es gibt unglaubliche Öfen oder drahtlose Verbindungen, unglaubliche Dinge, die die Menschen gemacht haben, um weiter zu bestehen. Und Peter, der Works That Work macht, nicht nur Geschichten wie diese schreibt, sondern die Zeitschrift steht eigentlich für das, was sie ist. Sie ist selbst ein Beispiel dafür. Er hat dieses Magazin gestartet, wissend, dass man in der Regel Werbung braucht, um überhaupt das Geld zu haben für ein Magazin. Er weiß auch, dass ein großer Teil der Kosten für den Vertrieb drauf geht. Und deswegen hat er zum Beispiel einen sozialen Vertriebsweg geschaffen, also ein eigenes Netz entwickelt. Die Leute kommen, kaufen einige Ausgaben, tragen sie dann
rum oder verkaufen sie weiter und darüber funktioniert das. Es sind einige Ausgaben sogar bis nach Libyen gegangen. Er macht auch wunderbare Infografiken, die beispielsweise zeigen, wohin das Geld geht bei der Produktion einer Zeitschrift. Und was Peter macht, ist wirklich völlig anders als das, was andere tun. Brewster kommt aus Australien, eine andere Zeitschrift. Und das ist eines dieser wunderbaren, schönen Konzepte, die mich total begeistert haben. Es geht um Reisen, und zwar nicht um räumliches, sondern um Zeitreisen. Brewster stammt ursprünglich aus einem Mainstream-Verlag in Australien und erzählt Geschichten. Aus Archiven werden Bilder genommen über Reisen. Hier sind zum Beispiel diese stereoskopischen Bilder. Das war das erste tragbare 3D-Sichtgerät, für das diese Stereoskopie verwendet wurde. Das ist so ein bisschen ähnlich wie ein Fernglas. Man hat dann zwei Bilder, ähnlich wie Dias, die packt man in diese Art Fernglas rein und dann hat man eben eine 3D-Erfahrung. Und man kann natürlich in einer Zeitschrift 3D-Bilder veröffentlichen, die man dann durch 3D-Brillen auch 3D sieht. Diese Zeitschrift kommt also aus Australien, erzählt in der Ausgabe, die ich gerade zeige, die Geschichte desjenigen, der nach Neuseeland ging, Anfang des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts und diese Bilder machte, die dann eben in 3D-Qualität zu sehen waren. Und das ist faszinierend. Es ist ein Sehen. Es ist wirklich ein Sehen. Abgesehen davon, dass ein unheimlich hohes technisches Niveau erreicht wird. Natürlich braucht man die richtigen Bilder. Das Ganze muss funktionieren. Und hier haben wir eben ein wirklich kleines Magazin, das in der ersten Ausgabe über Neuseeland, in der zweiten übrigens über Japan berichtete und ich war begeistert und habe das deswegen bei Stack verschickt. Und Benji Newman kommt aus Lettland, gemacht von einer Gruppe von Frauen, die Benji Newman erfunden haben. Benji Newman kommt in ein englisch sprechendes Land. Er ist ursprünglich Letto, da kommt aus einer lettischen Familie, spricht aber die Sprache nicht wirklich. Und sie nutzen die Zeitschrift, um zweisprachig zu publizieren. Man sieht das hier Englisch und Lettisch und im Grunde geht es um ihre Obsessionen. Das sind natürlich sehr, sehr persönliche Sichtweisen, Blicke auf die Welt. Hier geht es zum Beispiel um einen Illustrator, Stevie G ist das, und seine Wohnung in London und seine Katze. Es ist wirklich so, als würde man jemanden selbst bei sich zu Hause reinlassen, der einfach Fotos macht. Oder in der Mitte, da gibt es diesen super sexy Fotoshoot. Da ist die Protagonistin eine Frau, die sehr, sehr glücklich ist, so wie sie ist und mit dem, was sie ist. Das ist ein persönlicher Ansatz, den diese Zeitschrift fährt. Der Art Director arbeitet für ein großes Unternehmen in Lettland und sagt, er kennt sehr gut dieses Gefühl, das man hat, wenn man nicht sicher ist, ob man das Richtige macht. Man hat ja immer Angst, das Falsche zu tun. Aber diese Zeitschrift folgt tatsächlich den eigenen Impulsen oder die Macher und Macherinnen dieser Zeitschrift folgen ihren Impulsen nach dem Motto, wenn da etwas in der Welt ist, was gemacht werden soll, dann
machen wir es. Die Zukunft des Vertriebs. Wir müssen etwas entwickeln, was diese seltsamen Freaks, diese Monster, diese skurrilen Gestalten respektiert. Es wird oft sehr viel Geld ausgegeben für den Vertrieb von Zeitschriften, aber das ist nicht das Einzige, worum es geht. Es geht nicht darum, dass irgendjemand irgendwo 20 Kartons hinstellt und sagt, so, abgeliefert, sondern es muss fair sein, es muss flexibel sein, man muss eine Meinung haben. Es muss leicht sein. Es muss digital first sein, wirklich. Es muss digital sein. Die Leute kaufen online. Ich verkaufe einzelne Ausgaben auch über die Website von Stack und das entwickelt sich weiter. Wenn man also Zeitschriften macht, dann muss man digital sein. Man muss auch experimentieren. Man muss international sein. Die Leute erwarten heute, dass wenn sie etwas online kaufen, sie das überall bekommen. Also wenn etwas aus den USA kommt, muss es auch in Großbritannien käuflich sein. Und das Ganze muss natürlich auch finanziell funktionieren. Es muss profitabel sein. Eigentlich wollte ich die neue Ausgabe heute schon veröffentlichen. Das ist aber nicht fertig geworden. Deswegen sage ich einfach, stay tuned. Oder folgt mir auf Twitter. Und 5% Rabatt gibt es für Quet-Teilnehmer und Teilnehmerinnen für ein Abo von Stack. Soweit von meiner Seite. Tschüss.